Mein Name ist Ruth Mathur und ich begrüße dich zu einem neuen Video. In meinem letzten Video habe ich das Wort Presseatmung in den Mund genommen und daraufhin habe ich auch Kommentare und auch Privatnachrichten bekommen mit der Frage, was ist eine Presseatmung überhaupt? Diese Frage möchte ich nun in diesem Video ganz gerne beantworten. Und zwar, unter Presseatmung versteht man den Versuch, gegen einen verschlossenen Kehlkopf auszuatmen. Ein Anzeichen für eine Presseatmung sind aufgeblasene Backen und rot angelaufener Kopf. Besonders bei großer Anstrengung, wie etwa beim Krafttraining, neigen wir dazu, die Luft anzuhalten, statt normal weiterzuatmen. Für junge und gesunde Menschen ist das weitgehend unbedenklich und bei Leistungssportlern ist es sogar oft beabsichtigt. Leistungssportler erzeugen durch die beabsichtigte Presseatmung einen Druckanstieg im Bauchraum und in den Muskeln auch, der uns dabei hilft, die untere Wirbelsäule zu stabilisieren und eine unbedenkliche Haltung einzunehmen. Vielen fällt es bei angehaltenem Atem außerdem auch leichter, den Schultergürtel zu fixieren, was für eine zusätzliche Stabilität sorgt. Diese Dinge, zusätzliche Kraft, geschützte Wirbelsäule, stabiler Schultergürtel, führen dazu, dass wir einfach auch mehr Gewicht bewältigen können, ohne dass die Ausführung auch nachlässt. Die beabsichtigte Presshaltung wird nur kurzzeitig angewendet. Sprich, man atmet unmittelbar vor der Wiederholung ein, baut Druck auf, macht die Wiederholung und atmet danach normal wieder weiter. Der beschriebene Druckanstieg hat allerdings auch eine Kehrseite, denn durch diesen Druckanstieg werden die Hohlvenen, die das Blut zum Herzen transportieren, zusammengedrückt. Es gelangt weniger Blut ins Herz, das Volumen der Herzkammer nimmt ab. Eine typische Folge ist, dass das Gehirn mit weniger Sauerstoff versorgt wird und man sogar bewusstlos werden kann. Um das zu kompensieren, erhöht der Organismus den Puls, die Herzfrequenz nimmt also zu. Das Ganze wirkt sich wiederum auf den Blutdruck aus, der sich um ein Zigfaches erhöhen kann. Als Folge davon kann es zu Kopfschmerzen, zu Herzrhythmusstörungen kommen und auch Blutgefäße können platzen. Im ungünstigsten Fall kann es auch zu einem Schlaganfall und ja, zum Gehirnblutung kommen. Das ist übrigens auch der Grund, warum so viele Menschen auf dem Klo sterben, durch diesen Druck, durch das Pressen. Durch diesen enormen Druck im Bauchraum kann es aber auch zu Hernien und zu Beckenbodenproblemen kommen, aber auch zu Hämorrhoiden. Bei Menschen mit einer entsprechenden Vorschädigung des Herz-Kreislauf-Systems kann die Pressatmung auf jeden Fall gefährlich werden. Auch Menschen mit schwachem Bindegewebe sollten aufpassen, für die ist eine Pressatmung auch nicht wirklich geeignet. Ist der Blutdruck insgesamt in einem normalen Bereich, wird es dich auch nicht direkt umbringen, wenn der Blutdruck auch mal gelegentlich in die Höhe schnellt. Aber wenn möglich, solltest du bei Anheben des Gewichtes aktiv ausatmen, statt die Luft anzuhalten. Das bedeutet, bei der Anstrengung wird hauptsächlich ausgeatmet. Das ist beim gesundheitsorientierten Training. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bleib fit, bleib gesund, bleib in Bewegung. Ciao, tschüss.